Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Infamous Second Son und wir machen hier wieder weiter. Letztes Mal haben wir aufgehört. Ich frage mich auch, was gerade mit dem bisschen los ist. Das kann vielleicht sein. Wie lange war ich weg? Gute Frage, wie lange wir jetzt weg waren. Was ist passiert? Oh mein Gott. Wie kann jemand sowas tun? Wie viele Menschen hat sie verletzt? Und niemand konnte sie aufhalten? Scheint so. Oh mein Gott. Betty. Der Zinnjunge. Du bist wach. Hat Augustin dir das angetan? Ja, hast du wirklich gedacht, dass ich dich an diese Zimtzicke verrate? Außerdem, im Moment lassen sich doch alle coolen Kids die Beine piercen. Das heißt, dass alle hier... Wir sind akomisch. Wir schützen unsere Leute. Niemand hier gibt dir die Schuld an dieser Geschichte. Ja. Solltest du auch nicht. Schäm dich nicht dafür, was du bist. Das ändert nichts. Du wurdest so geboren. Aber das bedeutet, ich bin jetzt einer von denen. Bist du nicht. Du bist kein bösartiger Bioterrorist, der umherläuft und einfach Menschen umbringt. Du bist ein guter Junge. Bei dir kommt eben einfach nur Rauch aus den Fingern. Der Rauch aus meinen Fingern ist der Grund für diese ganze Katastrophe. Hey, red dir nicht so etwas ein. Wenn du hier Trübsal blasen willst, dann schlafe ich noch eine Runde. Denn ich brauche meine Ruhe, damit es mir wieder besser geht und ich auf die Beine komme. Und jetzt kann ich ausruhen, weil du wach bist. Mach dir keine Sorgen. Ich werde schon wieder. Wirklich. Wirst schon sehen. Ich mach's wieder gut. Mann, Delsin. Verdammt, ich dachte, wir würden dich verlieren. Wegen Beton in den Beinen? Dafür braucht es schon etwas mehr. Tja, ich schätze mal, Schnellheilung gehört wohl auch zu deinem neuen Ding. Wo wir davon sprechen, dieses Zeug mit deinen Händen, ist das weg? Ich weiß nicht genau, Mann. Rauchen ist im Langhaus verboten, oder? Klar. Außerdem sollen die anderen ja schnell gesund werden. Gesund werden? Hey, Delsin, diesen Leuten wird es nicht mehr besser gehen. Sie sterben, Mann. Das weißt du doch nicht. Nein, aber die Ärzte, die hier waren, als du bewusstlos warst, tun es. Und sie sagen, dass... Sie sagen, dass diese Splitter nur auf die gleiche Weise wieder rauskommen, wie sie reinkamen. Was? Ja. Aber das war Augustin und ihre komische Betonkraft. Ja. Scheiß drauf, Mann. Sieht aus, als würden wir beide sie aus Seattle wieder herholen. Wow, 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 warte. Was, glaubst du, dass du sie überreden kannst, mit dir zurückzukommen? Komm schon, Mann. Ich weiß, dass du dir den Kopf gestoßen hast, aber ihr zwei habt euch beim letzten Mal nicht gerade prächtig verstanden. Reggie. Ich bin schuld. Ich bring das in Ordnung. Nein, verdammt, Delsin. Du bist gerade erst wieder aufgewacht. Hör zu, ich weiß, du willst helfen, aber die Ärzte sagen... Dass man sie nur mit derselben Kraft wieder herausbekommt. Kapiert? Was bedeutet, dass wir Augustin gar nicht brauchen? Wir brauchen nur ihre Kraft. Okay, ich kann dir nicht folgen. Ich sauge Kräfte auf wie ein Schwamm, weißt du noch?
wenn es mit Rauch ging, warum nicht auch mit Beton? Aber was, wenn das mit dem Rauch nur Zufall war? Hä? Überleg mal, du müsstest dich durch wie viele tausend DUP-Leute zu ihr durchkämpfen? Ja, wahrscheinlich so in der Art. Ich erklär's dir im Wagen. Welcher Wagen? Du hast keinen Wagen. Ich... Das ist mein Wagen. Ja, das glaube ich auch, dass sein Wagen gemeint war. Okay. In Ordnung, ich habe mir da schon was überlegt. Okay, also, wir schlagen da auf, bedienen uns ordentlich am All-Inclusive-Conduit-Kraftbuffet, schauen uns vielleicht die Space Needle an, da wollte ich immer schon mal hin, und dann retten wir zu Hause ein paar Leben. Dir ist klar, dass wenn wir da aufschlagen, es gut möglich ist, dass die Stadt, nun ja, zurückschlägt? Zurück? Was soll das denn heißen? Es heißt, dass Seattle eine 500.000 Einwohner hat, die sich nicht gerade über die Bioterroristen freuen, die schon da sind. Glaubst du, du bist da willkommen? Nein, aber ich werde anders sein, okay? Oh, okay. Ich ziehe nicht die gleichen Sachen wie die ab. Ich werde Leben retten. Ich werde ein neuer Superheld. Genau. Ich werde die Kranken heilen und... Meinst du echt, die schmeißen dir eine Parade? Wach auf, Mann. Hey, keine Sorge, Dell, okay? Wir bringen das in Ordnung. Wir werden dich heilen. Heilen? Rauch aus den Fingerspitzen zu schießen ist nicht gerade normal, Mann. Nur weil es nicht normal ist, heißt es nicht, dass es geheilt werden muss, okay? Van Gogh war nicht normal. Gandhi war nicht normal. Ja, aber die Leute hatten keine Angst vor Gandhi, verstehst du? Die Leute haben Angst vor Bioterroristen. Das sind Freaks, okay? Das ist der vorprogrammierte Schwachsinn. Shit. Fantastisch. Huh. Tja. Den Rest laufen wir wohl. Laufen? Was? Ja. Wo willst du hin? Hey. Verdammt. Großer okay, kannst du jetzt wieder Gott, spielen? Ach, sieh dir das bloß an. Pass auf, wenn du es dir anders überlegt hast, dann... Machst du Witze? Das ist unglaublich. Das okay. ist Zerstörung. Das ist Selbstverteidigung, Mann. Die Straßensperre war zum Angriff gedacht. Weil es Bioterroristen sind. Tja, das hat sie nicht aufgehalten. Und bei meiner Wenigkeit wird das auch nicht klappen. Okay. Auf nach Seattle. Oh, was ist das? Das ist dann wohl das Mutterschiff. Scheiße, Delson! Hey, alles okay? Okay? Mir geht's besser als okay, Mann. Ich glaube, ich kann einen neuen Trick. Okay. Ja, neu. Tja. Oh ja, auf jeden Fall neu und besser. Delson, das ist nicht besser, Mann. Wir versuchen, die Probleme zu lösen, die du schon hast. Wir brauchen keine neuen. Was glaubst du? Augustin wartet und ruht sich aus? Ich muss stärker werden, wenn ich gegen die Betonkönigin antreten will. Hey, ich hoffe, das musst du nicht. Hör mal, es gibt vielleicht auch noch einen anderen Weg zu Augustin. Welchen anderen Weg? Ich habe ein paar Kontakte in Seattle, okay? Auch bei der Polizei. Nein, das ist nicht der Punkt, an dem Reggie auftaucht und alles in Ordnung bringt. Das will ich. Das ist nicht dein Problem, Reggie, sondern meins. Hallo? Ist da jemand? Hört mich jemand? Da, perfekt. Du willst jemandem helfen? Los, rette die Jungfrau in Nöten. Ist aber... Bitte! Okay, gut. Wir gehen beide hin. Oh, nein. Ich will... Du spielst den Supercop, okay? Ich komm nach, so in einer Minute. Okay, aber geh ja nicht weg. Und um Himmels Willen, fass bloß nichts an! Ich fasse jetzt alles an. Ja, das glaube ich auch. Wenn ich auch so kräftig hätte, würde ich auch gerne alles anfassen. Ah, okay. Ich muss jetzt drücken, okay. Hey, das brauche ich noch. Ah, es gibt... Vielleicht muss ich bloß Rauch nachtanken. Ganz hier hoch? Nein, okay. Wir ziehen hier ein bisschen um. Hier ist Rauch. Und fertig. Das ist ja cool. Oh ja, das müsste funktionieren. Ah,
Ah, okay. So können wir den Rauch entziehen und können dann so... Ja. Komm. Ist ein bisschen schwierig mit der Steuerung, aber ist schon okay. Ziehen wir uns die Kraft, sehr gut. Können wir hier auch noch was machen? Eine Scheibe fehlt noch. Es wird Zeit für das nächste Kribbeln. Okay, hey, viel von viel gesammelt. Ich brauch dich hier oben. Alter, du glaubst im Leben nicht, was das für ein Piepen war. Komm einfach her, okay? Hier steckt ein Bus voller Hilfsarbeiter fest. Ich wollte, dass sie den Bus verlassen, aber sie wollen die Medikamente auf dem Dach nicht zurücklassen. Sag ihnen, sie sollen durchhalten. Ich hol den Bus da raus. Dirtson, ich weiß, was du denkst. Tu's nicht. Ey, ich hab grad einen Schwarm Quadrocopter erledigt. Ich kann wohl einen Bus ausgraben. Okay. Ah, ich muss die hier zerstören, okay. Das dauert ja ewig. Das muss auch schneller gehen. Okay. Drücken wir, okay. Ausgerüstet, okay. Nicht aufzuhalten! Dirtson, ich sagte nicht... Ah, sorry, Reg. Kann ich nicht hören. Meine Heldentaten sind zu laut. Dirtson, ich werde nicht... Ups, du warst weg. Das war wohl die falsche Taste. Okay, gut, der folgt uns noch. Der Rest der Strecke ist frei. Wird Zeit, das Ding nach Seattle zu fahren. Hey, Reggie, mach auf, na los. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Dirtson, wir haben ein Problem. Einige der Leute im Bus haben gesehen, wie du mit deinen Superkräften den Weg freigeräumt hast. Und? Und sie haben Angst vor dir. Was? Ich hab's dir gesagt, Mann. Bioterroristen sind nicht besonders beliebt. Und jetzt gehöre ich nicht mehr zu den Cheerleadern und sitze hinten im Schulbus? Nein, sie wollen dich gar nicht im Bus. Sie wollen dich nicht hier drin. Sie sagen, wenn du reinkommst, steigen sie aus. Dann sollen sie halt laufen. Mir doch egal. Glaubst du, dass mich diese Tür hier aufhält? Das tust du nicht. Ist das klar? Diese Leute haben noch nie sowas wie dich gesehen. Sie haben Angst. Okay? Und ich verstehe sie. Er sagt, er will die Tür eintreten. Na los! Sir! Nur noch eine Sekunde! Hey, lass mich sie über die Brücke bringen. Dann komme ich dich abholen, okay? Das dauert höchstens 5 Minuten. Komm schon, Mann. Ich kann dich nicht in den Bus lassen. 5 Minuten. Ja, na klasse. Mhm. Pass auf, schalt das GPS an deinem Handy an, falls wir uns verlieren. Oh, du meinst, so wie jetzt. Tja, das ist ein Mensch wie ein Film. Ein X-Men war genau dasselbe. Ist man verschieden. Als normal, dann werden alle. Achtung! Die geplante Stilllegung der Brücke 520 auf Anordnung des UOP beginnt in Kürze. Alle Fahrzeuge und Personen haben die Straße. Klingt nach einem sinnvollen Hinweis. Dirtson, ich habe die Arbeiter rübergebracht. Das DOP. Die Brücke räumen. Komm dich holen, also. Reggie, hörst du mich? Was ist da los? Hallo? Was heißt denn diese Spur hier? Na, wie gesagt, kennt ihr bestimmt alle. Ja. Hey! Hey! Braucht ihr Hilfe, Leute? Oh Mist! Ein Bioterrorist! Hey! Das ist einer von diesen Ganz Freaks! Ruhig. Wow, wow, wow! Nein, 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 nein! Oh. Oh, diese Schnellheilungssache wird noch echt nützlich sein.
okay. Sehen Sie, Plünderer, okay, zu blockieren, okay. Hey, echt Mann, ich will nur durch den Tunnel. Genau, wir wollen einfach durch und... Ja, ihr wisst schon. Retten und so weiter. Kommt her, ihr... Typen. Mit euren komischen Waffen. Habt ihr keine Chance gegen eine Bio-Waffe. Will noch jemand? Gucken wir uns mal kurz da um. Können wir da irgendwie rein oder so? Nope, okay. Da vorne ist noch ein Gegner. So, geht's am schnellsten. Das war's. Okay, okay, ich gebe auf, okay. Tu mir nichts weh. Ja, gutes Karma. Siehst du, wir sind nicht alle Monster. Sag's weiter. Achtung, die geplante Stilllegung der Brücke. Okay, wir müssen hier weiter. Das wird echt kein Spaß. Reggie! Wow. Oh Mann, antworte doch! Oh mein Gott. Das war eine Brücke? Ich glaube, ja, das war eine Brücke. Komm, Reg. Okay, ich muss die Brücke überqueren und Reggie finden. Du musst doch, Kernrelais. Zeig, was du kannst. Ah, wir können jetzt höher springen. Das ist ja cool. Was? Werden sie auf Alter stehen? Okay. Das müssen hier drauf. Okay, Kosmos, immer her damit. Ah, okay, das ist ja cool. Okay, okay, langsam. Wow. Das war knapp. Ah, okay, okay. Ich kann es immer benutzen. Okay, gut zu wissen. Was ist das jetzt? Ah, okay. Wir können so damit rübergleiten. Wie macht man das? Ah, das ist ja cool. Das Spiel ist richtig cool, muss ich zugeben. Herzin, was höre ich da, dass du und dein Bruder nach Seattle wollen? Das passt gerade nicht so gut, Betty. Okay. Aber pass auf dich auf. Und viel Spaß. Okay, mach ich. Bis dann. Danke, wenigstens wünsche ich uns ein bisschen viel Spaß. Schon fast drüben. Was, was? Nein. Okay. Durchhalten, Delson. Schon fast drüben. Nein. Durchhalten, Delson. Schon fast drüben. Hä? Wie soll ich da jetzt rüberkommen? Delson. Schon fast drüben. Nein. Das war ich nicht. Durchhalten, Delson. Schon fast drüben. Ah, okay, verstanden. Aber wofür ist das Kreis dann da? Gott, lass das sein! Verdammte Brücke!
Wir haben es sehr gut. Aber wo ist es denn die Kreis gemeint? Wo? Na egal. Hauptsache, wir kommen rüber. Das ist ja die Kreis ist ja eigentlich unnötig eigentlich. Egal, wir haben es bis hierhin geschafft, also können wir auch weiter. Wo? Komm nicht einfach rüber. Ja. Ja, nehmen wir es lieber so. Wo? Weiß nicht, ob wir das hier so schaffen. Ah, doch, wir schaffen es. Hier, so schaffen wir es auch. Raji! Raji! Wir müssen ihn retten. Wir müssen Reggie retten. Kannst du mal helfen? Tut dir wieder dein Wurfarm weh, ha? Delzin? Okay, okay, okay. Na komm schon. Geht schon. Danke für die Hilfe. Sieh doch mal. Wow. Offenbar hast du sie im Griff, deine neuen Symptome. Stimmt. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass... Nein. Mir fällt keiner ein. Das ist schon ziemlich abgefahren. Wirklich? Kein Nachteil? Was ist mit diesen bewaffneten Typen dort, die dir wehtun wollen? Und zwar liebend gern. Ist das ein Nachteil? Ja. Okay. Nach allem, was wir wissen, könnten wir dich durch ihren Sicherheitsbereich schleusen. Du bist ja kein normaler Bioterrorist. Normal? Nein. Nein, nicht wenn du mit normal die Leute meinst, die sie wie Versuchskaninchen zusammentreiben. Nein, Reggie, ich bin nicht normal. Ich Hast weiß. Du mich auf der Brücke gesehen? Hab Wir ich. Schaffen diese Typen. Hey, lass uns doch erst versuchen, es unbemerkt durch ihre Kontrollpunkte zu schaffen, okay? Das macht es viel einfacher, durch die Stadt zu kommen. Okay, gut, gut. Wir machen es auf deine Art. Ganz subtil. Also, okay. Versprich mir, dass du da vorne gleich cool bleibst. Hey, mein Spitzname war mal Mr. Cool. Das ist niemals dein Spitzname gewesen. Niemals. Machst du dir darum echt einen Kopf? Diese DOP-Typen haben vielleicht nicht so viel Kraft wie du. Wie die natürlichen Bioterroristen. Aber die Regierung hat ihnen genug verpasst, um Hackfleisch aus uns zu machen. Okay. Gerade hast du meinen Seattle-Urlaub offiziell ruiniert. Wie lange war ich gleich weggetreten? Eine Woche. Wow. Dann hat das DOP das alles in nur... Yep. Die waren echt fleißig. Puh. Ich komme hier durch. Sobald wir durch sind, melde ich mich bei ein paar Kollegen. Vielleicht kriege ich Zugriff auf die Polizeidatenbanken. In der Zwischenzeit hältst du dich aber bitte bedeckt. Könnte sie erschrecken, wenn ich mit einem Bioterroristen auftauche. Okay, Mr. Boss. Kommen wir hier durch? Was hat er gerade hinten gemacht? Das ist eine registrierte Schusswaffe. Habt ihr das gesehen? Das ist Bus. Zu seinen Freunden. Komm ich hier auch durch, oder? Ah, okay, jetzt kann ich durch, okay. Probier jetzt mal einen Schalter, vielleicht bemerken die nichts. Das war jetzt mein Daumen, aber... Wird bearbeitet. Besten 2 von 3. Dersin, hau ab! Den Teufel werde ich! Dersin, okay. Bleib in Deckung! Sag mir nicht, wie ich kämpfen soll! Kommt her! Red, steh auf den Türmen! Ich weiß zwar nicht, ob es jetzt klug ist, die anzugreifen. Denk dran, die Zivilisten sind unschuldig! Man soll immer alles rauslassen! Nein!
hab's gemacht. Oh nein, ich hab einen Zivilist getroffen. So. Wie? Oh. Genau so. Das ist der andere da. Hab ihn. Dotson, wir wurden getrennt. Bist du okay? Mir geht's gut. Prima. Wie du gesagt hast, ich halte mich bedeckt. Halt dich weiterhin bedeckt. Ich ruf an, wenn ich was habe. Ja, klasse. Nein, 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 warte, ich komme in Frieden. Oder wir eröffnen das Feuer. Verdammt, Mann! Ihr seid dazu da, sie vor mir zu beschützen. Ach, komm. Das kann doch nicht sein. Dotson, ich habe Zugriff auf die Polizeidatenbank von Seattle. Wie es aussieht, hat das DOP seine Augen und Ohren überall. Na, dann lass uns denen die Augen ausstechen und die Ohren abschneiden. Okay, ich sehe dich auf dem GPS. Du bist nicht weit von einer ihrer mobilen Kommandozentralen. Wenn du die lahmlegen kannst, können sie dich nicht mehr so gut verfolgen. Mobile Kommandozentrale, verstanden. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große, gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funkausrüstung auf dem Dach. Na, ich glaube, ich sehe ihn. Riesenwohnmobil mit Scheinwerfern und Metallzeug auf dem Dach. Okay, gut. Da sollten Lüftungspaneele an den Seiten sein. Schalte genug von denen aus und der Kern wird überhitzen und freiliegen. Okay, Paneele wegpusten. Klar. Oh. Und nicht mehr viel. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Leben. Oh. Okay. Das war knapp. Gut. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Irgendwas? Der hat ja auch eine Kraft. Ah, ich habe echt nicht mehr viel Leben. Ah. Eine Energiequelle finden, okay. Ach komm. Wurde auch ein bisschen längere Folge. Was soll ich hier machen? Ja, ich bin noch hier, was soll ich machen? Das wir es machen. Nee. Das wird immer noch die Leute hier aufschalten, okay. Das sind aber viel zu viele. Wir haben ja auch eine Fähigkeit, aber wieso? Okay. Nein. Noch einer. Keine Energie mehr. Finde die mobile Kommandozentrale und zerstöre sie. Dann haben wir es leichter. Ich versuche die ja zu zerstören, aber wie? Hm. Kannst du die jetzt so zerstören?
kriege ich überhaupt Energie her? Ah, hier. Kann ich hier keine Energie aufsaugen? Ich bin jetzt erst überfragt, was ich machen soll. Eine Energiequelle hier. Warte. Ah, okay. Wo finde ich hier so eine Energiequelle? Ah, genau. Stimmt ja, das ist ja Rauch. Okay. Stimmt ja. War ja was. Mann, das fühlt sich gut an. Ah, hier. Warte mal. Den muss zerstören. Das hätte ich machen müssen. Müsste oben drauf sein. Ja? Ah. Okay, ich muss den so zerstören. Okay. Versteh schon. Verstärkung. Die kleineren Typen sind mir lieber. Die legen sich echt. Das glaube ich auch, aber ich würde sagen, Leute, ich würde sagen, ich bin Henny mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. X-Part gestern weiter. Wenn es euch natürlich gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und bis nächstes Mal von Infamous Second Son. Bis.